Im Geschossmanager definiere ich die vertikale Ausdehnung des Gebäudes und kontrolliere die Werte im Schnitt. Dann setze ich ein Achsraster, um dieses Achsraster mit der Gebäudeausdehnung zu versehen. Dann setze ich auf dieses Raster Stützen. Dazu verwende ich hier ein Stahlprofil. Dieses Stahlprofil nutze ich auch für die Erstellung von zugehörigen Unterzügen. Dazu brauche ich lediglich im Grundriss die zugehörige Linie anzugeben und schon entsteht dieses dreidimensionale Gebilde. Dann kopiere ich Unterzug und Stütze an die gewünschten Positionen, mache dies in Y- und in X-Richtung, um danach eine statische Struktur dieses Gebäudes vorzufinden. Diesen Grundriss ergänze ich nun mit einem Betonkern. Dazu nutze ich eine parametrische Wandfunktionalität und setze die zugehörige Öffnung direkt in diese Wand. Dann ergänze ich diesen Betonkern mit einer Treppe. Dazu gebe ich die Verlaufslinie an. Die Treppe verfügt bereits über Informationen des Geschosses, weiß also, wie eine optimale Treppe zu erreichen ist. Natürlich kann diese Treppe nun auch noch in der Parametrik ergänzt werden. Dazu setze ich noch eine Stufe im mittleren Lauf dazu und eine Stufe im unteren Lauf und zugleich passt sich diese ganze Treppengeometrie wieder optimal an. Im Sockelbereich setze ich nun noch einen Dämmstreifen ab. Dann drehe ich dieses Geschoss auf und nutze für die Konstruktion der entsprechenden Glaselemente das Grundrissraster. Dieses lässt sich bequem in die Fassade hochziehen und so erhalte ich eine klare Grundlage für die anschließende Konstruktion der Glaselemente. Ich zeichne ein Rechteck in die gewünschte Größe und aus diesem Rechteck lässt sich nun ein parametrisches Glaselement definieren. Darin habe ich die Möglichkeit, Öffnungen oder auch Füllungen zu definieren. Es lassen sich darin Rahmen- und Glaskonstruktion parametrisch steuern und nun setze ich dieses Glaselement ab. Das Glaselement lässt sich nun beliebig kopieren. Ebenso hat natürlich dieses Glaselement wie auch seine Kopien eine Relation zum Geschoss. Die Glaselemente lassen sich nun beliebig kopieren und trotzdem weist jedes dieser Glaselemente einen Bezug zum entsprechenden Geschoss auf, hat aber auch die Möglichkeit, Informationen bei Änderungen der Geschosshöhen direkt umzusetzen. Dank der automatischen Zuweisung der Struktur lassen sich diese Glaselemente sehr einfach wieder fassen und entsprechend im ganzen Grundriss kopieren. Die zu viel kopierten Glaselemente eliminiere ich nun durch Aufziehen. Sie sehen hier nun dieses gesamte Geschoss mit seiner statischen Konstruktion und den Glaselementen verfügbar. Diese wähle ich nun aus und kopiere sie in alle anderen Geschosse. Beachten Sie die Effizienz, mit der hier in Elite CAD ein parametrisches 3D-Gebäudemodell erzeugt werden kann. Diese Parametrik ist aber auch sehr flexibel. So habe ich die Möglichkeit, diese Steigzone auch übers Dach zu kopieren, um anschließend die Deckenaussparung durch ein Rechteck anzugeben. Und trotzdem bleiben all diese Bauteile parametrisch erhalten. Nun konstruiere ich ein Dachflächenpyramidenfenster. Dazu setze ich eine Hilfsbox rauf, um dann darin die Arbeitsebene richtig zu setzen. Dazu nutze ich Hilfslinien, die fast einzigartig in Elite CAD verfügbar sind. Diese lassen sich beliebig räumlich einsetzen und in der anschließenden Zeichnung als Fixpunkte wieder nutzen. Ich zeichne hier nun einen Teil einer Glaspyramide, um dieses Polygon anschließend mit der Glasparametrik zu versehen. Dann ergänze ich dieses Teil mit Flügeln und Sprossen, was auch immer Sie haben möchten. Dann lasse ich diesen einen Flügel rotieren und erhalte so einen pyramidenförmigen Glasaufbau in diese Treppenzone. Natürlich bilden sich diese Teile nicht nur im Modell korrekt ab, sondern entsprechende Fassaden, Schnitte und Grundrisse sind dazu jederzeit verfügbar. Nun möchte ich diesen Baukörper modifizieren. Ich
gebe eine andere Geschosshöhe im Erdgeschoss an und sofort werden sämtliche Geschosse daran angepasst. Sämtliche Glaselemente, die gesamte statische Struktur, die Deckenhöhen, alles wiederum wird von dieser Parametrik betroffen und optimiert. Nun verändere ich eines dieser Glaselemente, um diese Information nun gesamthaft auf das ganze Gebäude zu übertragen. Sofort übernimmt hier die Software diese Funktionalität und erspart Ihnen viel Arbeit. Und beachten Sie auch, wie diese Information auch in Fassaden und den Modellinformationen angekommen ist. Dann bewege ich mich aufs Dachgeschoss, lege hier einen Dachbelag fest, der natürlich über ein Gefälle ausweisen muss. Dazu wähle ich mir die gewünschte Konstruktion aus, gebe hier einen Namen für diese Dachkonstruktion und wähle mir hier eine Konstruktionsart aus. Darin lege ich fest, welche dieser Schichten nun im Gefälle sein soll und tippe hier nun in den entsprechenden Dachbereich. Sofort wird hier diese Dreidimensionalität von der Software erzeugt. Sehen Sie hier wiederum die aktuellen Planunterlagen und Sie sehen jetzt auch hier im Schnitt, wie dieses Gefälle im Dach verfügbar ist. Dann modifiziere ich dieses Gebäude von der Architekturseite. Dazu nehme ich die gesamte Fensterfront dieses Geschosses und kopiere sie an eine andere Position. Dieses wiederhole ich wiederum in allen vier Seiten, um so dieses Geschoss etwas zu modifizieren. Dann diesen Vorgang wiederhole ich nun ringsum das Gebäude. Dann eliminiere ich die zu viel kopierten Glaselemente, die sich hier ja sehr einfach anfassen lassen. Um auch diese statische Struktur zu optimieren, eliminiere ich diese in dem Geschoss, passe sie an die neuen Gegebenheiten und kann dies durch denen erreichen. Auch diesen Vorgang wiederhole ich nun ringsum das Gebäude. So habe ich nun eine modifizierte Information in dem Geschoss. Dabei entstehen an den Ecken nun Löcher. Diese schließe ich hier mit einem individuellen Elementteil, den ich hier sehr einfach um diese Stütze ziehen kann. Diesen Teil kann ich nun noch auf alle vier Seiten des Gebäudes kopieren, um diese Information dann später auch in Fassade und Grundriss und natürlich auch der Massenermittlung verfügbar zu haben. Sie sehen nun dieses Geschoss hier, das etwas zurückgenommen wurde und genau diese Information kopiere ich nun auch ins Dachgeschoss. Ein Klick und schon ist diese Information auch im Dachgeschoss angekommen. Dann modifiziere ich auch die Tragstruktur etwas, dass sie analog dem Erdgeschoss funktioniert und sofort habe ich hier nun Erdgeschoss und Dachgeschoss in eine Relation gesetzt. Dann habe ich die Möglichkeit, im Dachgeschoss ein Geländer anzugeben. Dazu nutze ich hier diese parametrische Geländerfunktionalität. Damit lassen sich fast beliebige Geländerkonstruktionen erzeugen. Achten Sie auch hier diesen Detaillierungsgrad. Und dieser Detaillierungsgrad kann an so mancher Ecke modifiziert werden, indem Sie einfach an der Parametrik neue Werte eingeben, gewisse Teile ab- und dazuschalten. Nun habe ich dieses Geschoss auch noch mit einem Geländer ergänzt und kann hier beliebige Konstruktionen wünschen. Sogleich sind natürlich all diese Informationen wiederum im Modell und den zugehörigen Perspektivansichten, den Fassaden, Grundrissen und Schnitten verfügbar. Das ist parametrische Gebäudeplanung mit Elite CAD.